sehr stolz, dass wir es eigentlich geschafft haben, dass es eben kein Casual Anno geworden ist, sondern dass es wirklich ein vollständiges Anno mit allem drum und dran, bloß wesentlich stärker online. Das heißt, man kann seine Stadt wie gewohnt aufbauen, hochleveln zum Kaiserdom und wirklich eine riesen Inselwelt erschaffen. Und dann haben wir da noch ein kleines Metagame drüber gepackt. Es wird sehr wichtig sein, dass man Handel treibt mit den anderen, die in dieser Spielwelt leben. Es gibt natürlich auch wieder viel zu entdecken, viel Exploration, die man eben ja macht in Anno. Und das ist wirklich das komplett ähnliche Spielerlebnis wie in Boxed Anno, bloß eben jetzt online, jetzt als Free-to-Play im Browser. Und das sieht teilweise sogar so aus von der Grafik, wenn man nicht gerade versucht, die Kamera zu bewegen, dann könnte man fast denken, man hat auch Anno 1404 vor sich. Angetrieben durch die Suche nach Wohlstand und neuen Ländereien, brachen mutige Seefahrer des alten Kontinents auf, um im Namen der Krone unbekannte Gefilde zu erkunden. Ein weiter Weg lag vor ihnen, voller Gefahren und Entbehrungen, doch ihr Mut wurde schon bald belohnt. Die neuen Ländereien bescherten satte Erträge und Platz für neue Metropolen. Gemeinsam stellten die Pioniere sich den Herausforderungen. Mach dich auf zu einer neuen Expedition und erbaue gewaltige Städte in deinem eigenen Reich. Erschaffe die größten und schönsten Metropolen zusammen mit tausenden Mitspielern. Errichte beeindruckende Monumente und treibe Handel auf der ganzen Welt. Spiel jetzt Anno Online. Das erste Anno für deinen Browser. Es ist so, dass es nicht jeder Spieler wird alles haben, um die höchsten Stufen zu erreichen. Deswegen sind die Spieler eben darauf angewiesen, dass sie mit anderen in Interaktion treten, mit den Handeln. Und nur dann können sie quasi auch die höchsten Zivilisationsstufen erreichen, den Kaiserdom bauen und voll ausleveln. Und das erfordert natürlich, dass die Leute in eine echte soziale Interaktion mit anderen Leuten treten, um dann eben auch an die richtigen Waren und an die richtigen Rohstoffe zu kommen, weil jede Insel hat ja nicht alle Fruchtbarkeiten. Und deswegen ist das anders wie die Boxed-Version, wo man komplett alles ganz alleine schaffen kann, ist man auch immer auf die Hilfe von anderen Leuten angewiesen und das erreicht man eben durch Handel. Wir haben es grafisch bewusst sehr ähnlich gehalten, weil wir ja gerade in Anno 2070 rausgebracht haben, was in die Zukunft gegangen ist. Und jetzt eben ein Anno Online, was sich natürlich stark an Anno 1404 orientiert, eben im Mittelalter spielt. Und so haben wir eben beide Bereiche abgedeckt. Wir haben Mittelalter-Anno Online und wir haben eben ein Boxed-Anno, was im Moment in der Zukunft ist. Wir werden jetzt demnächst in eine Closed Beta gehen und dann wollen wir möglichst schnell eine Open Beta anstreben. Und wie lange das dauert, hängt auch wirklich sehr davon ab, wie dann die Closed Beta läuft. Aber auf jeden Fall in diesem Jahr noch. Und da sind wir guter Dinge, weil das Spiel läuft jetzt schon sehr stabil, macht auch schon sehr viel Spaß und wollen wir mal gespannt sein, wie lange das noch dran wird.